Ne, der Hammer Dings hat, ach so, hat 19 Stück gekostet. Also Gold ist immer gern gesehen zu haben. Und weil du nichts findest. Das nicht. Kleines wichtiges Detail, Eike. Haben wir bis jetzt nur 6 oder 47 Coal Coke? Wo steht? Nee, da. Wir hatten schon über einen Stack. Wo ist denn das? Ist jetzt dasselbe wie ich, nur ohne Modifier, die ich drauf hab. Ja. Oh, und XP ist wieder drauf. Ach, hier. Eigentlich in der... Ich hab's ja gefunden. Ich weiß übrigens, Leute, ich weiß, warum wir am Start nur auf jedem Tool maximal 2 Modifier haben. Weil das Standard ist? Nee, startmäßig sind 3 Modifier zum Start immer. Oder 5, wenn du dir Papier-Modifier mit reinhaust. Genau, und das ist der Grund damit, finde ich, von vornherein Infinity-Tools haben. Und das geht nicht, oder geht's? Das geht, aber dafür musst du halt das Tool upgraden. Ja, ich meine von vornherein halt. Ja, Netherbricks. Wir haben halt einen Modifier weniger uns zur Verfügung gestellt von vornherein, dadurch können wir nicht nur unendliche Tools haben zu Anfang. Ja, braucht man ja auch nicht. Es geht auch ohne. Kann ich die? Nein. Ach du Scheiße. Das. Nee, ist nicht doch schade. Okay, ich merke schon, Gold ist hier echt essentiell. Mangelware. Ja. Dann gehe ich Gold farmen, habe ich gehört. Ich würde mitkommen an sich. Ich mache uns mal ein paar Fackeln. Das hört sich doch mal wunderbar an. Ich muss sie erstmal runterstellen. Ansonsten würde ich erst Eisen farmen gehen, weil. Rüstung und so, keine Ahnung, und Zeug. Also mit der Waffe, die ich dir gegeben habe, brauchst du nicht unbedingt, also die macht halt 13, nee, die macht 10 Schaden oder so, also 2 Schläge. Du solltest ja was zu essen mitnehmen. Okay. Am besten unterschiedliches Essen. Wir haben in den Kisten mehr als genug Essen, Oscar. Denn das verliert an Wirkung. Vor allem hier im Kühlschrank. Im Kühlschrank haben wir vor allem schon fertige Sachen. Ah, okay. Und Saphire sind kein Essen. Du hast Saphire in den Kühlschrank. Nee, du hast Saphire in den Kühlschrank geworfen. Nein. Ich brauche. Viel Spaß beim Rumzukauen. Reicht es, wenn man 2 Dinge sich nimmt, oder muss man wirklich... Am besten sind... Es kommt drauf an, wie viel Hunger können die geben, weil irgendwann gibt's gar nichts mehr. Ja gut. Und du kriegst dadurch die ganzen Loot-Chests auch haufend Essen. Genau, die Küche wollte ich dann auch noch machen, aber ich mach erstmal den Ofen. Nehmt sowieso euren Teamgeist empor, dass ihr zusammen macht, oder? Ja. Oscar, welches Bett? Links oder rechts? Das ist mir so egal. Dann nehme ich das rechte. Rechts? Dann hat das irgendeinen Vorteil. Warum kriege ich hier überall Schaden? Das frage ich mich gerade auch. Warum ich jedes Mal, wenn ich aus dem Bett gehe, Schaden bekomme. Weißt du, das ist einfach, weil man nicht aufstehen möchte. So.
dong, 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 dong. Wow. Okay, das nächste, was ich mache, sind Treppen. Wow, da musst du aber, da musst du aber auch die Deckung erhöhen überall. Ike, ich bin auf Höhe 19 und hier ist Kupfer. Komm sofort wieder. Irgendwie nicht sein. Keine Ahnung. Weil, wenn ich auf das Erz klicke, steht da zwischen 40 und 75. So wie man es halt kennt. Und ich bin aktuell auf Höhe 19. Das ist auch für dich interessant, Oskar. Wenn du mit, nach dem Ohr irgendwie suchst, kannst du auch immer mit einem Maus übers Ohr fahren und dann steht da die Höhe dran. Das dauert. Was mache ich denn in der Zeit? Stacheldraht. Nee, da brauche ich Stahl dafür. Wassereimer. Das ist mein Way to go, oder was? Da du kannst dich auch, kannst auch einfach, wie ich es sonst immer gemacht habe, Fallschaden nutzen. Hat es jetzt geklappt, den Villager einzusperren, oder nicht? Nö, die sind verbrutzelt. Also den Wassereimer kannst du ruhig mitnehmen. Es gibt also du meinst Schaum, die nach oben oder? Kommen. Ja. Oh. Ja, die sind verbrannt. Okay, gut. Shit. Cheat, cheat, cheat. Dreifaches Hä, ich hab da ausgeläutet. Wieso kommen da Mobs? Sind das echt Redstone-Blöcke? Ja, hier ist ein Redstone-Hive, deswegen. Das Hive auch nicht abbauen, bitte. Spawnen die eigentlich nach? Nein. Also, wenn du da wieder rundrum linksrum setzt. Achso, ne, die spawnen nicht nur die Redstone-Blöcke. Also, die Redstone-Blöcke abbauen, aber nicht halt das Deep Hive hier. Mehr Marble, Marble, Marble. Wir brauchen auch nicht jeden Redstone-Block jetzt erstmal am Anfang. Warte, aber das Hive könnte ich dann mit einem, wer ist das Ding? Mit einem Scoop. Scoop. Ja, könntest du abbauen, aber ich lasse das erstmal auch stehen, weil ich habe gesagt, ich kümmere mich für alle, die es nicht machen wollen, um die Bienen. Für alle? Ja, die es nicht machen wollen. Ich würde dann am Spawn oder so irgendwo in der Nähe vom Spawn einmal Bienen für alle hinstellen. Dass die es für irgendwie eine Quest oder so brauchen, die Bienen sich da einfach einmal abholen, die Sachen, die sie produzieren. Ist für alle nicht ein bisschen sehr ambitioniert? Was? Ich habe den Ofen fertig, also die Bricks dazu. Nicht unbedingt. Wolltest du das nicht in der normalen Folge machen? Ist doch schon. Ach so? Seit 7,5 Minuten. Je nachdem, wie viel, also was man alles für die Bienen braucht, mache ich halt. Es sind ja nur zwei Teams an sich momentan. Ja, Palle kommt erst morgen oder am Wochenende. Ja, und der wird wahrscheinlich alleine machen, oder? Ich nehme es an. Gesagt hat er noch nichts dazu. Aber mit wem soll er machen? Bis jetzt kann niemand. Sonst muss man noch jemanden finden. Und das soll nicht das Problem sein. Und selbst für drei Teams, Oscar, also da einmal Bienen für alle hinzuknallen, dann ist das nicht so schlimm. Silber ist nicht ganz so krass wichtig, oder? Ich habe noch keine Verwendung für Silber bisher. Okay. Ich bin nur der kleine Farmer, der. So komme ich mir gerade auch vor. Ja. Was wir gerade gebrauchen können, ist Gold. Vor allem, ich habe heute einen Stack Dias gefarmt und ich bin der einzige ohne Dia-Rüstung bisher von uns. Uff. Was wir Sachen, die wir brauchen, sind Gold, Eisen, Kohle. Ja, Kohle bin ich gerade dabei. Achso, das Buch. Du kannst es auch unter Vanilla-Sachen zusammenfassen. Der ganze normale Scheiß. Kupfer habe ich heute schon gefarmt ein bisschen. Oh, hier ist die Strip Mine. Meinst du? Ein bisschen Tin wäre geil. What is that? Oh, ich habe ein Ölbucket. Okay. Ike, wir brauchen Öl. Brauchen wir das? Später bestimmt. Oh, es ist Nacht. Das ist durchaus möglich. Das kann ich hier in der Höhle sagen. Weil nur nachts sieht man von Extra Utilities das Moonstone. Du kannst auch einfach oben rechts schauen, ob Tag oder Nacht ist. Das wäre zu einfach. Muss man es sich kompliziert machen? Selbstverständlich. Ja.
komplizierter ist doch immer der bessere Weg. Ach, jetzt gehen ja hier wieder Dias drauf. Schön. Was? Für das eine, nö, für das eine Kochbuch. Für ein Kochbuch brauchst du ein Dia? Ja. Ja, zwei Dias. Frag nicht warum. Ich frag mich sowieso, was du mit Kochbüchern gerade willst. Die nächste Quest. Ich habe auch schon eine komplette Küche. Und Cleanstone, leck mich fett, ey. Was sitzt denn eigentlich gerade von der Quest her? Paul, nee, wir machen erstmal die Sawmill. Ich will eine normale Holzmenge bekommen. Eine normale Holzmenge? Ja, du bekommst, wenn du Logs zu Planks craftest, bekommst du zwei Planks raus. Und bei 6 bekommst du auch momentan nur 2 raus. Und die Sawmill verändert das halt wieder. Oder macht es normal, sagen wir es so. Finde ich gar nicht schlecht, damit hat sie halt einen Sinn. Ich brauch schwarzes Glas. Wir haben kein Inksack. Warum das? Drum springt der Icons Kühle nass. Wo ist mein Teammate hin? Na da. In den Gang hier. Nee, das ist an sich kein Strip-Mining-Gang gewesen, Oscar. Das wird jetzt einer. Ja, du lässt das Gold über. Ich bin doch gerade dabei. Wenigstens sind wir nicht mehr die einzigen, die streiten. Ach nö, wir streiten ja auch nicht. Wir sind einfach nur ein altes Ehepaar. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich bereue es immer noch, dass ich die Folge so genannt habe. Also, ja. Da frage ich mich, wie das in dem Storyline-Projekt wird. Das kann ja nur besser. Na, Trigora, das kann ja nur besser werden. Oh Mann. Ist das, hey. Ja, egal. Es kann nur besser werden. Oh, Excavation gibt's nicht. Doch, dafür brauchen wir aber erst einen Modifier für. Das musst du erstellen, auch Excavation. Wenigstens ist es schöner als, wie CO2 schon mal in manchen anderen Projekten. Wir haben hier für Excavate kosten uns 5 Excavate Modifier, 1 Minilium und 4 Enderperlen. Dann kriegen wir 5 Modifier raus. Das bedeutet, wir können 5 Blöcke auf einmal bauen. Oder 6, ich weiß nicht, wie das berechnet wird. Das ist noch ein nettes Rezept mit 4 Enderperlen und 1 Minilium, weil ich hatte. CO2? Pro Modifier kannst du dann 16 Blöcke abbauen. Oh, okay. Weil Oscar, ich hatte schon ein Projekt, wo ich für einen Excavation Modifier 1 Netherstar, 2 Minilium Blöcke, 2 Kobalt, 2 Adat Blöcke und 2 irgendwelche, ich glaube Dia Blöcke waren es, brauchte, um einen Modifier herzustellen. Hier kriegen wir für 1 Minilium und 4 Enderperlen. Oh, Tin. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, muss ja immer. Wow. Man muss ja nicht immer fies sein. Schuld. Ja. Hat deine Waffe jetzt eigentlich ein Level Up? Nee, noch nicht. Wenn es eins hat, bitte upgrade es auf Luck, weil ich habe schon Enderman gekillt. Hab ich doch gesagt, dass ich das als erstes mache, weil Schaden macht's genug fürs Erste. Weil ich habe hier einen Enderman gefunden, gekillt und der hat nichts gedroppt. Wir haben keine Verwendung für Lava. Doch, aber wir haben unten genug Lava. Und wir haben direkt einen Höllenzugang. Okay. So, also, ich mach jetzt. Eisen ist verdammt rar. Hier draußen weiterbauen. Habe ich das Gefühl. Es kann sein, dass wir nicht auf der Eisenhöhe sind. Eisen müsste eigentlich auch auf der Ebene spawnen. Also ja, aber. Ja, aber Zombie Villager! Zombie Villager! Zombie Villager! Ich hab Dias! Ich hab Zombie Villager! Wo? Den tame ich mir jetzt!
Wow. Aber bitte nicht in unserem Haus. Nee, unten drauf. In der Höhle. Hä? Ich hab eine Lack 1 drauf. Achso. Also selbst wenn du es gefunden hattest, ich hätte die Dias wahrscheinlich so am Ende abgebaut. Shit. Bist du da drin? Essen. Nice. Das da und das da. Du kannst da weiterbauen. Ich baue mal links und rechts ein bisschen ran. Ne, baust du jetzt, okay. So, dann hole ich mir mal schnell ein Bötchen. Okay, mein Handy verwirrt mich gerade. Warum blinkt mein Handy die ganze Zeit? Haben wir noch Lapis oben? Nee. Ich habe halt nicht damit so gut gestern nicht, habe ich ja erst mit dir darüber gesprochen. Deswegen hatte ich gestern vorher all meinen Lapis auf meine Pickaxe geknallt. Ja. Weil ich das früher gewusst hätte, ich dir Lapis übrig gelassen. Lapis bitte auch deswegen Bescheid sagen, weil dann will ich es mit Lack abbauen. Eine experimentelle Lackkurve. Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Erstens, wieso habe ich die ganze Zeit den Bug, dass das Zeug aus der Silberkiste immer mal wieder verschwindet? Das hat jeder. Das hab auch ich. Das wird einfach nur unsichtbar. Ja, genau. Ja, das war ich mit allen Kisten. Was? Es ist kurz das Inventar unsichtbar wird. Also bei Vanilla-Kisten ist das nicht, das ist nur bei den Iron Chests. Okay, ich habe das bei allen immer mal wieder. Also hier zumindest auf dem Server. Sonst hätte ich das Problem auch noch nie gehabt. Im Singleplayer habe ich das auch. Ich habe das im Singleplayer halt nicht. Naja, und mein Problem war einfach, hier ist alles wieder brechend voll. Gold. Freu dich, ich werde gleich stackweise Marble mit anbringen. Ja, das juckt mich nicht, mir geht's um die Erzkiste, die voll ist. Joa, ich habe schon Lead wieder über 2 Stacks durchschmelzen lassen. Ne? Vielleicht deswegen. Nee, das müsste noch in der Kiste unten sein, bei der Schmelze. So. Hast du den Dingsbums eigentlich schon aufgeschmissen? Nee, oder nicht? Nee, den hab ich, die Blöcke hab ich irgendwo reingeschmissen. Weil ich hab den Villager hier gesehen, den Zombie-Villager, der blubbert noch vor sich hin. Denn die Zeit kann man ja schnell nutzen. Kannst du gerne machen. Die müssen wir sowieso irgendwann nochmal alle abreißen und dann dahin stellen, wo sie richtig hin sollen. Ja, mir geht's aber nur darum, dann haben wir schon mal Stahlproduktion. Naja, also ich habe durch die Quest kriegst du allgemein 8 Stahl, also haben wir schon mal 16 Stahl. Ach, die habe ich noch gar nicht eingesammelt. Die so. Küchenquest ist auch fertig. Ein Stack davon. Wo hast du jetzt ganz Kroko hingetan? In der Standardkiste, wo der ganze Mist drin ist, hab ich sie da reingeschmissen. Ach ja, da war ja was. Hammer, wo ist dieser Hammer? Ich liebe diese Ordnung. Einzelkiste neben Blastfurnace. Da, wo die ganzen Blueprints drin sind. Gut, du meinst zwar nicht klar. Ich hab den noch nie in der Hand gehabt. Okay. Dann halt den Coke-Ofen. Ist doch Rille wie Pups. So, ich habe jetzt 4 Stacks und 7 Marble. Das reicht hinten und vorne nicht. So. So, Villager. Ja, wir haben einen Villager. Und was für einen? Guck ich gerade nach. Ein Armorer. Aber reicht der erstmal aus?
Ja, vor allem der tradet doch Cola, also alles gut. Ja, 18 gegen einen Emerald. Jetzt muss ich den hier nur irgendwie aus der Höhle kriegen. Wieso? Mach es doch dort. Nee. Weil ich will die nicht im Haus haben. Die kommt zu uns. Weil dort ja auch dann, also die Felder sind ja sowieso draußen dann. Ach du Heimatland, das kann was werden jetzt. Können die ersaufen? Ja. Scheiße. Dann haben wir jetzt ein kleines, schniekes Problem. Aber unter normalen Umständen schwimmt jeder Mob bis auf die Baby-Version von allem immer nach oben. Scheiße, da kommt ein Zombie. Ich hab den nämlich gerade im Boot setzen und wollte hochschwimmen mit dem und das geht nicht. Shit. Aber wie gesagt, startmäßig schwimmen die alle nach oben. Da muss ich den das erste Mal dahin kriegen. Ja, okay, nee, das war's. Die Strömung reißt den nach unten. Ne? Da muss ich das anders machen. Ich hoffe, der bleibt ganz kurz safe. Ich brauche ein bisschen Holz. Wie wär's sowieso, wenn wir einfach kurz mal pennen gehen? Müsst ihr dann beide pennen? Nö, oh, einer reicht. Oh. Auf was ist das bitte eingestellt? Keine Ahnung, ist alles Standard. 2%. Oh, wow. Hier waren wir schon. So, einmal das. Ja, gut. Ah, okay. Wir haben. Das hatte ich gerade vorgehabt. Ja, meine Das ist nicht. Natürlich nicht so genial. Na, die würde ich dann auch nochmal reinbauen. Oder? Ja. Was ist das denn? Ja, es war Nickel. Ja. Sorry. Ja, ich will immer, dass es möglichst nur einmal, also einmal zwei Gänge sind. Einmal zwei Gänge? Ja, so halt wie es jetzt gerade da bei dir ist. Aber aus dem Grund, da kann man besser durchsprinten. Und man bleibt an nichts hängen. Resonating Redstone Crystal. Geil. Geil. Habe ich noch keinen vom Kunden gehabt und die kosten ansonsten Enderperlen. Hör mal, du kleine Misset! Eik, eik, eik. So, Family-Friendly kommt auf dein Kanal nicht, oder? Doch. So, Family-Friendly. Yep. Und es ist noch monetarisierungsfähig. Was ich sowieso ein bisschen komisch finde von YouTube. Wenn ich jetzt richtig krass abgehen würde, dann würde das demonetarisiert werden. So, das muss ich dann alles wegmachen hier. So, so, so und so. Und so und so und so. Ja.
Wie viel Gold hast du eigentlich? Warte kurz, ich guck gleich nach. 18. Haben wir 33. Plus, dass das noch oben in der Kiste ist. Wäre es nicht besser, wenn man im Nether Gold farmen geht? Warum Nether? Gibt's nicht mal. Nein, kein Gold im Nether? Nee. Ist das nicht ist die 1.16. Auf der 1.16 gibt's Gold im Nether oder halt gemoddet. Und die Mods. Baust du mich hier gerade ein? Nee, ich wollte hier. Doch gesagt, ich mag's, wenn es halt ein vernünftiger so runtergegangen ist. Halt aufhören abzubauen. Ja. Was machst du da? Wow. Kriegst du oder willst du das Schau machen? Ich hab grad Schaden gekriegt. Ein Aufwand, ey. Ich komm mit meinem Villager. Mein Villager fährt mit mir. Ich knall die Tür sofort zu. Leider zu spät. Bisschen Kohle. So. Neue Sortierungsregel. Unverarbeitete Erze kommen nach oben. Okay. Dago, das ist Ernst. Ernst steht ganz weit über dir. Was Ernst sagt, musst du machen. Und Ernst. Meinst du das ernst? Ja, und Ernst sagt. Also mach das bitte. Schlimm genug, dass ich auf Ike teilweise höre. Jetzt höre ich doch erst recht nicht auf diesen Klapperkasten, der mir übrigens im Weg steht. Dann fahr ihn in den großen Abschnitt rein. Und wenn ich nicht wüsste, was das für ein Aufwand ist, dann wäre das schon Hackschnitz. Dann wärst du gebannt. Ich habe gehört, hier auf dem hier gibt es eine Mod, wo durch Villager Essen übrigens droppen. Was? Interesting. Nee, weil da konnte ich gestern die ganze Zeit drüber schwert hat, dass er kein Essen hat. Das ist sowieso Vergangenheit, ich weiß nicht mehr wieso. Essen haben wir jetzt mehr als genug. Eben. Ich haben wir auch mittlerweile. Und wenn das so weitergeht, haben wir bald eine automatische Essensfarm, zumindest Weizen und sowas. Brauchst du den Brutzler grad? Ja. Okay. Was ist da? Ach du Scheiße. Wo ist denn hier? Ist der Chest-Transporter? Ich hätte den eigentlich gebraucht. Ich setze ihn gleich wieder. Ja. Kann man sich schon unendlich Pfeile machen? Nee, oder? Ist doch jetzt ein schlechter Scherz, ey. Wenn du mir sagst, was du meinst damit? Na, Pfeile mit unendlich, also ein, so ein Pfeil mit unendlich viel Durability. Ach, von Tinkers? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil jeder Gegenstand, den du herstellst, nur zwei Modifier hat. Und du brauchst 5 für Unendlichkeit. Aber ich brauche mir jetzt erstmal einen Bogen, weil ich Bogen mehr mag als Schwert. Ich habe halt das Schwert gegeben, weil es an sich ein super gutes Schwert ist. Ja, das ist auch valide, wenn ich dann mal in einen Nahkampf gezwungen werde. Was waren das jetzt hier für Blöcke? Ach die. Ich mache uns aber mal beiden eine Schaufel. Okidoki. Kannst du mir so ein. Geht das schon? Ich werde keine Metacorp machen, weil wir werden später beide auf. Wie heißt es noch gleich umsteigen? Für Äxte auf. Nee, auf Lumber-Äxte umsteigen. Warum? Weil das Äxte sind, wo die. Also startmäßig brauchen Lumber-Äxte keine Dings-Modifier. Keine Excavate-Modifier und bauen trotzdem den ganzen Baum ab. Au.
Okay. Deswegen, also ich arbeite zum Beispiel auch mit einer Hatchet, was eine normale Axt so gesehen ist, und einer Schaufel. Und ich meine, wie hieß denn das Ding nochmal? Bist du sicher? Ach, ich arbeite mit einer Hatchet und ich werde keine Madhawks machen, weil Madhawks finde ich bescheuert. Okay. Ist Ansichtssache. Ja, die normale Lumber-Ex, die man später freischaltet, die hat halt standardgemäß schon automatisches Holz abbauen, also den ganzen Baum abbauen. So. Was suchst du gerade, Oscar? Ich möchte. Aber ich baue mir einen Bogen. Aus Eisen, weil Eisen cool ist. Stopp. Na klar. Erstens, wir können nur Shortbows machen. Das bedeutet, die haben beinahe gar keine Reichweite. Sad ausgemachtes Fragezeichen. Also, ich schaff's mit dem Shortbow in der Re. Also, mit guten Shortbows schaff ich's von hier bis am anderen Ende der Wand zu schießen. Wo sind du zu? Wo sind die okay. Kisten wohl? Ich glaube, da ist ein normaler Bow besser. Mhm. Okay, gut. Ich crafte dir einen Bogen, wenn du willst. Okay, dann gehe ich gucken, ob ich ein Feld baue. Mir wurde die Arbeit erschwert. Sehr erschwert. Hier. Ich bin noch lange nicht fertig, Darko. Willst du auch Pfeile dazu? Also, wäre schon praktisch, glaube ich. Weißt du was? Ich mache jetzt noch ein anderes Upgrade mal für unser Haus. Wo haben wir. Haus. Wir wohnen in einer sprichwörtlichen Höhle. Der ist ja trotzdem ein Haus. Darko, jetzt fang du nicht auch mit mir daran zu diskutieren, was ein Haus ist und was nicht. Die zwei Öfen hier demnächst mal nicht befeuern, bitte. Die setze ich um. Die haben schon mit Darko genug drüber unterhalten, den Vanilla-Projekt. Ach so. Ja. Ja, schöne, produktive Folge. Scheiße, die schon wieder zwei, drei Schwimmen. Stimmt. Oh. Geh du mal besser ins Bett.